Salam alaikum, böse Mann. Ich habe gesehen, du hast mir geantwortet. Da wohnt also nur eine Partei. Auf alles im Leben, links an dem Fenster, wo du klopfst, wohnt eine zweite Partei. Und ich habe hier heute in den Raum geschmissen, einen neuen Vorwurf. Wo ist die Strafanzeige? Ich habe heute erklärt, dass wenn jemand da die Polizei gerufen hat, was du behauptest mit dem Bus, wieso du A, nicht hin bist, sofort filmen, um deinen Hack zu holen, weil das soll ja dein Hack sein, und B, habe ich heute gesagt, egal ob die Nachbarn oder Farid, da die Polizei aufgeschlagen wäre und Farid gesagt hätte, ist nichts, weil du schon weg warst, hätte die Polizei nachträglich in der Öffentlichkeit Wirksamkeit eine Strafanzeige erstellt und hätte Farid zur Rechenschaft gezogen, wieso er umsonst die Polizei ruft und die dann auch im Internet verhöhnt, weil die Polizei wurde dann benutzt als Spielfeld. Und du benutzt die Polizei damit auch als Schachfigur. Das hätte die Polizei sich nicht gern gefallen und müsste öffentlichkeitswirksam gegen dich eine Aussage machen. Guck mal, böse Mann. Und ich wollte eben noch eine Story eh machen, wo ich sage, ey, tu nicht so, ich bin irrelevant. Also A, du hast mich jetzt schon als relevant gesehen, du hast geantwortet. Okay, dankeschön, weil ich wollte dir kurz erklären, wenn du für mich nicht antwortest, machst du dich, komm nicht mit diesen irrelevant Filmen so. Das machen viele Leute, die gerade irgendwie ein paar Klicks haben durch Skandale. Im wahrsten Sinne des Wortes gab es ja durch einen Skandal so, also Pipi-Mann, ne? Skandal hat ins Klo gepisst. Und auf jeden Fall, was ich sagen wollte, böse Mann, ich habe doch vorhin in meiner neuen Story erzählt, die jetzt nach deinem Posting war, wieso Strafanzeige hätte er gehen müssen beim Polizeieinsatz, weil dir, auch wenn sie weggeschickt worden wären, was deine Ausrede sein kann, danach das gesehen hätten, bei dir und bei Farid. Und dann hätten die auf jeden Fall eingeschrieben, weil die sagen, ihr könnt mit uns kein Schach spielen. Wir sind die Polizei Deutschland. Ihr könnt uns nicht rufen, wegschicken und dann eure Rapperfilme machen. Das läuft bei der Polizei nicht so. Das musst du am besten wissen so. Weil du ja, wie du selber sagst, von der Straße kommst, das glaube ich auch soweit. Also musst du das wissen. Ich sag dir eins, Junge, du verrennst hier in eine Sache oder hast in eine Sache verrannt, indem du dich komplett verbrennst und deinen eigenen Hype, den du hattest, komplett zerstörst. Und ich sag dir noch eine Sache. Glaub es mir einfach so. Du sagst, du sollst meinen Zeckenpulver verkaufen. Kein Problem, habe ich. Das juckt mich gar nicht. Das ist keine Beleidigung für mich so. So, halt deine Fresse, schlug ich auch noch, aber ich halte meine Fresse trotzdem nicht, siehst ja. Mit mir hast du jetzt auf diesem Spielfeld einen neuen Gegner, so. Und dieses Spielfeld, Beef und Taktik, so. Ich sage jetzt nicht nochmal, ich bin der Allerbeste, bevor so viel wieder mit dem Kopf schüttelt oder so, aber ich bin sehr gut da drin, so. Ich bin wirklich sehr gut da drin und ich bin auch viel geduldiger. Ich bin auch so viel, das ist halt mein Game so, das ist so, das ist, ich bin für nichts anderes bekannt. Ich kann nur zwei Sachen, Eiweiße kaufen und online, strategisch online Beefs oder durchdrehen. Das sind die drei Sachen, für die man mich liebt und für die ich bekannt bin. Kannst du meine Videos gucken gegen Phil Bay, gegen Timo Nico. Nur mit Kopf, live aus dem Kopf habe ich die alle wegrasiert so. Wenn ich mich in ein Thema reinfuchse, ich gucke mir alle Videos an und alle Widersprüche so. Bei dir sieht man das so zugeschüssertes Zeug und Halbwahrheiten und, was heißt Halbwahrheiten? Irgendein dummes Zeug, du verrennst dich auch so. Ich wiederhole es nochmal, mit diesem Natursekt hast du dich voll verrannt, weil du keine Argumente mehr hattest. Und jetzt musst du dich natürlich auch mit meinen Aussagen auseinandersetzen. Wie gesagt, daneben wohnen die Nachbarn so. Ich frage eine Gegenfrage aber. Du sagst, wie ging das Tor denn auf? Okay, spiel mir das Spiel. Frage. Weil du willst jetzt mit mir spielen. Let's go. Du sagst, Fahrrad hat das Fronttor aufgemacht. Wo ist die Logik? Wenn der so tun will, als ob der nicht zu Hause ist, dann macht er auch Fronttor nicht auf. Oder nicht? Und dann denkst du, die Fronttür geht auf und dann denkst du, oh mein Gott, Frau Bombeke, jetzt tue ich das, wenn ich nicht zu Hause bin. Oder, wenn er zu Hause gewesen wäre, wieso macht der Fronttür auf? Der hat vorne auch eine Kamera. Ich kenne diese Wohnung. Der hat da eine Kamera und vorne ist auch schon eine Guckkamera. Der kann schon vorne gucken, wer da steht. Dafür ist diese Fronttür da. Dass man quasi ein Eindringling, theoretisch, kann auch ein Einbrecher sein, erstmal gar nicht vorne reinlässt. Der macht doch nicht Fronttür auf und guckt dann, okay, das ist böse Mann, der guckt doch direkt die Überwachungskamera. Ich weiß das auch so, dass der die Wachungskamera guckt. Mache ich auch in einer Klinge zu Hause. Weil, Bruder, keiner hat Bock, der bekannt. Guck mal, nochmal, böse Mann. Farid ist ein Megastar. Ich bin nur so ein kleiner Star. So eine Eiweißszene. Trotzdem habe ich Wohnungen und Häuser, also eine Wohnung, ein Haus, die so abseits sind, damit keiner bei mir kein jugendlicher Klingelstreich macht, weil mich das stresst. Farid hat ein Haus abseits, damit kein jugendlicher Klingelstreich macht. Glaubst du, dass Farid Bang die Fronttür aufmacht, ohne zu prüfen, wer da steht? Nein. Wieso nicht? Weil es ein Fan sein könnte. Weil es irgendjemand sein könnte, der auf den Sack gehen will. So. Farid hätte keinen Grund, diese Fronttür zu öffnen und danach die zweite Tür nicht zu öffnen. Wenn er aus Angst vor dir, so wie du es beschreibst, nicht geöffnet hätte, hätte er die Fronttür auch nicht geöffnet. Da müssen wir uns doch ganz klar einig sein. Der kriegt doch nicht Angst, erst nachdem die Fronttür auf ist. Weil du behauptest ja, er hat Angst. Ich rede immer aus deiner Perspektive. So. Das ist Taktik. So können wir auch auf den Punkt kommen. Wir müssen das ja schachfigurenmäßig auch, wir müssen ja Schach spielen, da müssen wir alle Eventualitäten noch in Betracht ziehen. Wie sollte Farid, obwohl die Kamera auch auf die Fronttür zeigt, diese öffnen? Diese Frage stelle ich dir, kannst du gerne beantworten. Bold schon.